Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem allerneuesten Let's Play Projekt Alice Madness Returns Let's Play by Valkris. Und dieses Spiel Alice Madness Returns ist erst vorgestern, also am 16.06.2011 rausgekommen. Ich hab's heiß erwartet, ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich hab's jetzt auch schon ein bisschen angespielt, um zu sehen, ob das allein technisch vom Aufnehmen her geht und ob es mir liegt. Und hab es für gut befunden, in dem Sinne. Was ihr zuerst wissen müsst, das Spiel ist der Nachfolger von American Mac Cheese Alice, was damals im Jahr 2000 für den PC erschienen ist. Was eine lose Fortsetzung von Lewis Carrolls Original Alice im Wunderland war. Bloß hatte es nichts mit Alice im Wunderland an für sich gemeinsam. Es ist ziemlich brutal, es ist ziemlich morbide, es herrscht schwarzer Humor, es ist grotesk. Und genau dasselbe erwartet uns auch in diesem Spiel. Und ich bin schon total gespannt, sozusagen irrsinnig aufgeregt. Und es ist ein Blind-Projekt. Das Spiel ist vor 2 Tagen erschienen, ich konnte es natürlich noch nicht durchspielen. Ich habe bloß die erste Stunde angespielt, ich nehme dabei aber, was Spoiler betrifft und so, Rücksicht auf euch. Ich werde nichts Unnötiges verraten, soweit. Und sobald es in den Blind-Part übergeht, ist es eh gegessen. Und ich würde es sagen, fackeln wir nicht lange rum. Es sollte abgehen ins Wunderland. Und ich habe auch schon einen Speicher erstellt, mit dem Namen Valkris. Oha. Nur kurz checken, ob die Konfiguration denn passt. Das müsste er haben. Video. Okay. Ja, das ist okay. Dann legen wir los. Ich spiele es jetzt auf normal, weil ich nicht einschätzen kann, wie schwer dieses Spiel wirklich ist. Und ich denke, mit normal kann man eigentlich nichts falsch machen. Gamma sollte so passen. Ja, Y-Achse. Wayne. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Oh nein! Du kannst nicht! Wehr dich nicht! Schwarz! Verderb! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diesen Traum! Erwache! So, Alice. Es geht uns besser, mein oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber
Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten Sie bereits. Ziemlich oft. Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie. Und wir können uns endlich bewegen. Du bist jetzt nach diesem krassen Auftakt. Entspanne dich. Oh, hör zu. Ziemlich derb. Sie sind weg. Und dann gucken wir uns doch einfach mal um. Hey. Was ist denn? Wo ist die Tür? Keine Antwort. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Kinder in dem Spiel ziemlich stark an Grimms Märchen erinnern. Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Trag, Liebestöter. Wie geil. Okay. Bah, der Locus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Ja. Was ist das denn? Meine Geschichten für die Kinder tragen seltsame Früchte. Ihre Zeichnungen entlarven, was in meinem Geist vorgeht. Aha. Das heißt, sie macht die anderen auch verrückt? Das finde ich krass. Ach ja, und wir befinden uns da, wo die Sonne nicht scheint. Und diesmal ist wirklich London gemeint. Ah, okay, man kann sich so in der Ego-Perspektive umschauen. Was hat der zu sagen? Oder Doktor, die? Nicht verkehrt. Immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Oh Mann. Hey, ihr da. Bald ist wieder Doktorzeit. Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Die sind mal voll schräg drauf, die Kinder. Home, safe home. Okay. Was gibt's da hinten? Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit. Wie die, die sie benutzt haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Ach du Schande. Was steht da? Die Illustrated News stillt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer in Streichholzfabrik, 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbarer? Die Welt ist im Wahn. Können wir hier rein? Nö. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Was steht da drauf? Earn your keep. Praktisch. Verdiene deinen Halt oder deinen Unterhalt. Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Oh, und wir haben also jetzt ihr Zimmer gefunden. Dieses Foto meiner Familie kam per Post. Keine Nachricht, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für dieses Erinnerungsstück. Aber ich würde dem Absender gerne danken. Naja. Die sieht da auch schon irgendwie ziemlich schräg aus, oder? Gut, dann gucken wir doch einfach mal nach dem Ausgang von diesem Haus. Doktors Liebling, so gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Frag ich mich, wie die wissen, wie verrückt ein Hutmacher ist. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Okay. Mal gucken, was haben die zu sagen? Dieses Gebuddel ruiniert mir den Rücken. Und diese Bastarde sagen, aber. Hier kannst du nicht durch, Mäuschen. Geh außenrum. Geh außenrum. Boah, gleich so nett. Der Lärm ist so dicht, man könnte ein Haus draufbauen. Richtig Angst gemacht. Ich hab noch nie so ein biegsames Ding gesehen. Wie wär's mit Pocorini, Fräulein? Oder lieber Pagadini? Vor allem seitlich. Was? Weder das eine noch das andere. Oh, und da gibt's noch was.
Außer Geruckel hoffentlich. Arbeitet die auch mal? Wo ist ihre Plakette? Ist sich wohl zu fein für uns. So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Eher versohlt. Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht mit Sternennarben. Still, meine Kleinen. Keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Richtige poetische Güsse hier, mit denen ich leider nichts anfangen kann. Oh, eine weiße Katze. Zumindest mit Weiß und Feldtier können wir was anfangen. Schon gesehen, was der Käse gerade kostet? Ich denke, die meisten kennen das normale Alice im Wunderland noch von klein auf. Hallo Kätzchen, Mietz, 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 hab keine Angst. Ja, dann folgen wir halt mal der Katze, oder? Oh Mann, da wird einer aufs Übelste verdroschen. Gebt's ihm. Egal. Dann halt nicht. Ey, bleib hier. Warte mal, da gibt's noch was. Wo ist diese Katze jetzt hin? Jedes Wesen muss letztlich sterben. Trotzdem schmerzt es, die Überreste einer Kreatur zu sehen. Bedrohliche Musik. Was gibt's denn hier? Lust auf einen richtigen Job? Kein Windeln wechseln. Hm? Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest du ihn glücklich machen? Die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Okay. Ich finde die Synchronsprecher in dem Spiel echt gut. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Ach, ich schätze doch. Wo ist die Katze jetzt? Ah, ich muss richtig sein. Oh, und wo kommt das Viech jetzt her? Das sieht mal richtig, richtig widerlich aus. Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen. Vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge. Und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer. Ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt? Ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wär sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört.